weiße Schiff. Ich höre, wie sie reden. Lästereien. Drama, Drama, Drama. Konfro. Jeder hat Ängste. Also du solltest jetzt ein bisschen überlegen, was du zu mir sagst. Gut. Wenn ein Psychologe mitguckt, wir haben echt viele Patienten. Und? Willkommen zu Tag 7 im Dschungelcamp. Alles dreht sich nur um diesen Star. Dani. Also entweder hat der Satellit einfach Humor oder keinen Bock auf Daniela. Die Dschungelprüfung. Dani. Helena. Beide. Was mich jetzt einfach nervt, ist immer diese Sachen, die sie sagt, um Mitleid zu bekommen. Noch nerviger ist eigentlich nur der Drang, nach diesem Wendlerbild zu suchen, wenn man es noch nicht gesehen hat. Leute, ich glaube, das Dschungelcamp hat gerade so richtig begonnen. Ihr versteht das nicht. Ich bin nicht hier wie ihr. Freiwillig in dem Sinne. Ich mache es als Versprechen. Nur mein Versprechen halte ich hier gegenüber meinem Mann. Du musst mir versprechen, egal was passiert, zieh das durch. Wenn mein Partner im Sterben liegt, dann spreche ich natürlich auch mit ihm über diese RTL-Sendung. Aber Moment, ne? Dem Jens ging es ja in der Sendung so richtig mies. Und er wollte, dass Daniela ins Camp zieht. Noch Fragen? Sie weiß ganz genau, wie und was sie sagen muss, damit die Kamera auf sie gezeigt wird. Ich wäre hier nicht freiwillig, weil ich hier Bock drauf habe. Oder klar brauche ich die Kohle, ne? Aber dann hätte ich mir einen anderen Job gesucht. Sie braucht das Geld für ihre Kinder und ja, hoffen wir einfach, dass sie bei ihrem neuen Job dann auch diese 1000 Euro Louis Vuitton Reisetasche einsetzen kann. Ja, ja, aber ich hoffe nur, dass der Zuschauer das draußen aussieht. Das kann doch nicht sein, dass das keiner sieht. Keine Sorge, wir haben dafür ein besseres Gefühl als du in deiner Stirn. Siehst du das Schiff? Wie sie so viel Raum einnimmt. Ich höre, wie sie reden und meinen Namen sagen. Ich denke so, Leute, ich bin 50 Zentimeter von euch entfernt. 50 Zentimeter? Oder wie Michaela Schäfer nach dem Anblick von Michael Wendlers Bild sagen würde? Circa 2 Schwanzlängen. Plus 2,5. Schwanzlängen. Wie willst du jemand, der alles für den verstorbenen Mann macht, ist ja unantastbar. Danke. Unantastbar. Danke. Das und seit neuestem angeblich auch die Würde beim RTL. Mach das nicht. Dazu gleich mehr. Erstmal zurück zum Streit. Unantastbar. Unantastbar. Oh, Raouls Klamotten werden wahrscheinlich nass. Oh, dann hat er ja nur noch ein weißes, nasses, halbtransparentes Oberteil. Prinz Damien schaut dann an. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nie machen wollte, was ich auch nicht hier mache im Dschungel, ne? Lästern. Ich habe auch keinen Bock, dass eine Sonja wieder ankommt. Sieht aus wie so eine Kräuterhexe manchmal. Ja, immerhin bleibt sich Daniela beim Lügen treu. Ich lege mich jetzt fest, mein absoluter Lieblingskandidat im Camp. Alle außer Daniela. Warum war mich nicht so ein großer Schmerz? So eine existenzielle Geschichte. Ja. Mit Entertainment. Ja, das warum wird der arme Mann zum Entertainment benutzt? Ja. Daniela hat es offensichtlich geschafft. Die beiden Sonjas haben einen Hals auf sie. Einen ledrigen Hals natürlich. Und obwohl wir alle dachten, Elena rette das Camp, setze ich jetzt alles auf unsere Sonja. Und dann habe ich genau beobachtet. Das war so heftig. Ich hoffe, das wird gezeigt im Fernsehen. Dann hat sie genau gesehen, wo sich die Kamera zu ihr gewendet hat. Dann hat sie plötzlich das Kissen genommen und so gemacht. Das war nicht Zufall, das war echt. Ich habe genau den Move gesehen. So. Und dann. Ihr habt das in die Kommentare geschrieben und ich glaube, es stimmt. Der nächste Teil von ES kommt bald. In der Hauptrolle Daniela. Ja, mich zieht's auch schon so ein bisschen runter. Wenn dich der Streit mehr runterzieht als Bauer Uwes Nase seinen Kopf, dann ist klar, hier brennt die Hütte. Und ich weiß, was das heißt. 80% des Camps hat Angst, anzuecken. Angst, die Krone nicht zu kriegen. Ein Gesicht zu zeigen, das sie jahrelang nicht gezeigt haben. Sonja dagegen zeigt uns jetzt seit circa 2 Tagen ein ganz neues Gesicht. Aber die Namen verheilen angeblich ganz gut. Ich gehe gerne als erstes, aber so, mit gerade Rückgrat. Und ganz so gehe ich raus. Angst regiert dieses Dschungelcamp und Angst kastriert alles. Angst regiert das Camp oder wie wir Trash-TV-Fans sagen, einen Kuss bei Schwiegertochter gesucht. So, die beiden machen sich jetzt auf den Weg zur Prüfung. Ich glaube nicht immer, dass der Erfolg zählt, dass du 20 Sterne hast oder 11 oder 10 oder, sondern dass der Zusammenhalt, wie man zusammenhält, wie man sich anschaut, wie man miteinander spricht. Zusammenhalt und Teamgeist oder wie es eben beim RTL heißt. Ich sage 5 Sterne. Ich sage, ja, sind bei dir. Gut. Ich weiß es nicht. 4. 4 oder 5, genau. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Was so viel heißt wie, ich traue mich nicht zu sagen, dass es 0 Sterne werden. Wir begrüßen euch zu Kaffee und Fluchen. Es ist eine Essensprüfung. Hast du Hunger? Halb, halb. Eine Essensprüfung für Daniela ist das natürlich super. Ihr Mann hat nämlich auch mal was gegessen. Elena, sag mal, wie schlimm das ist, dass du das jetzt mit der Daniela machen musst. Halb, halb. Wie hoch ist deine Kuh? Halb, halb. Fermentierte Sojabohnen,
Fliegen laufen. Natürlich. Und ein Fischauge. Das war mal ein taffer Start, ihr zwei. Hey, wir sind alle mega happy, ne? Endlich mal eine Prüfung, in der Daniela für ein paar Minuten ihre Klappe halten muss. Warum essen die das? Oh, Elena, Tischmanieren, Mund zu, bitte. Dschungelpflaumenstreusel. Wollt ihr wissen, was es ist? Nein. Genau das dachten wir uns auch, als wir davon erfahren haben, dass es dieses eine Bild von einem Wendler gibt. Na? Kakerlaken, Mehlwürmern, Kotzfrucht. Oh, Rillen. Ich wusste es. Sie wollten es nicht wissen eigentlich. Ach, oh, Entschuldigung. Ich liebe Sonja und seit heute ja auch noch die andere im Camp. Den Kuchen mögen sie nicht? Völlig verständlich. Es gibt ja eigentlich auch nur einen guten. Kuchen vom Norma. Okay, ein Stück habe ich geschafft. Aber genau das war meine Reaktion, als ich das Bild vom Wendler gesehen habe. Das ist nämlich schlimm. Aber die Gerichte hier, Leber, Gehirn, Urin, fermentierte Eier, das klingt ja irgendwie nach einer Hochschulmensa. Ihr kriegt einen Stern von mir, weil ihr euch so gut angestellt habt. Kamelanus mit püriertem Schweinehirn. Ich sag nur, wie es ist, ne? Der Ranger serviert hier ein Schloch. Mit anderen Worten, ist er vielleicht einfach Willi Herrens Manager? Das darf keiner wissen, ey. Das ist echt so peinlich. Uff. Ey, man ist ein Arsch. Sätze, die sonst nur Prinz Damien von seinen Dates kennt. Daniela, mach dir überhaupt keine Sorgen. Da gibt's viel mehr Dinge, die dir wirklich peinlich sein sollten. Nein. Du hast es leider auch an der Nase, Elena. Ja. Das schmeckt gut. Ich wirklich? Krieg das nicht durchgebissen. Ja dann, hau rein, Mann. Böse Zungen behaupten, das war gar kein, sondern eben Reste von Günther Krause. Und damit dann ja irgendwie doch ein Arsch. Ich schwöre, nie wieder. Ich mach bei keiner Show mehr mit. Können wir das vielleicht einfach direkt vertraglich festhalten? Übrigens, ich wusste gar nicht, dass dann jedes Restaurant das Essen auch nach Australien ausliefert. So, der letzte Gang wird serviert. Das ist nämlich ein grüner Tee in unserer Version als warmer Kuhurin. Leute, denkt doch bitte dran, das ist eine Mutter. Es ist schon hart, oder? Ich nicht gehört. Soll ich erst? Nee, ich will zuerst. 30 Sekunden, ab jetzt. Aus der Reihe, Dani. Mich wird nie wie. Ja, du wolltest ja alleine machen. Ja, weil ich war jetzt so mein. Elena ist richtig angepisst. Noch schneller haut nur Patricia Blanco hier eine Flasche Wein weg. Und klar wollte sie das natürlich trinken. Das wird gleich noch explodieren. Die beiden gehen jetzt aber erstmal zurück ins Camp. Bei diesem Spiel ging es um Teamarbeit zusammen. Das war nicht böse gemeint, dass ich es nicht. Naja, ist ja jetzt auch egal. Ist ja egal. Da muss ich ja recht geben. Teamwork ist, wenn man den Urin teilt. These are the regals. We must them help. Dann frage ich mich, machst du das jetzt, weil die Kamera kommt und dich filmt und alle denken, oh nein, die Arme, sie hat es getan und jetzt muss sie ja noch erbrechen. Ich muss mir keine Aufmerksamkeit erkämpfen, indem ich Kuhpisse trinke. Bin mir echt so ein bisschen unsicher, weil sie hat natürlich recht. Zur Not schlachtet sie einfach weiter den Tod ihres Mannes aus. Das funktioniert ja auch sehr gut. Ihr kennt mich nicht, dann wisst ihr überhaupt nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, wer Dani Büchner ist. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ja, sei froh. Ich habe echt das Gefühl, dass du vor der Kamera diesen Ding anmachst und dann, wow, jetzt weiß ich genau, was ich sagen muss. Elena, sei bitte ein bisschen respektvoll. Es war nämlich der vorletzte Wunsch von Jens, dass Daniela bitte den Kuhurin trinken soll. Ich möchte noch nicht mehr die Krone haben. Ich bin noch nicht mehr hier, weil ich sage, ich möchte Dschungelkönigin werden. Also Dani, da lügst du. Ich denke, du bist hier reingekommen, weil du auch die Krone holen willst. Nein. Und ich weiß auch von mir, dass ich das nicht schaffen werde bis nach vorne. Ich glaub dir einfach nicht. Moment, Moment. Sie möchte auch auf die Krone verzichten? Sie ist die deutsche Harry und Meghan. Mein einziger Gedanke war, ich halte dieses Scheißversprechen. Und ob mir jemand glaubt oder nicht, ist mir scheißegal, wirklich. Viel Drama wegen nichts. Ich liebe es. Jetzt sind sie also zurück im Camp und tatsächlich bilden sich jetzt so Lager. Nee, wir haben Streit deswegen. Also alles gut, 2 Sterne. Ich bin gerade richtig wütend. Und dann am Schluss konnten wir so, also Pipi-Kuh trinken. Ich spiele Klavier. Weil schon länger. Es sah so aus, als ob sie einfach sich in den Vordergrund stellen will. Und da Elena in den letzten Prüfungen mit mir so viel geleistet hat, habe ich halt nicht 50-50 gemacht, sondern habe das einfach ausgetauscht. In den Vordergrund stellen oder wie Patricia Blanco sagen würde, geht auch liegen und jetzt eskaliert's. Wollen wir da nach unten gehen? Ja. Mir wird hier ständig unterstellt, ich mache eine Show. Ich kann das auch nicht mehr hören, ich raste komplett aus. Ich habe es nicht nötig, eine Show zu machen, schon mal gar nicht auf den Rücken von meinem verstorbenen Mann. Wirklich, niemand hat hier gerade über Jens oder über seinen Tod gesprochen. Nur weil du deine Teilnahme mit seinem Tod begründest, seine Asche thematisiert hast, da schlafen möchtest, wo er immer war und das Kissen für die Kamera gestreichelt hast. Ich habe absolut keine Ahnung, wie sie alle da drauf kommen. Überleg mal, wie krank muss man sein, zu denken, ich mache hier eine Show. Ja, vor allem wie Show? Was machst du für eine Show? Ja. Das fragen mal die anderen. Das verstehe ich nicht. Habe ich auch keinen Bock mehr drüber zu reden. Es ist wie Inception. Daniela macht gerade eine Show, in der sie uns klar machen möchte, dass sie keine Show macht. Du musst akzeptieren, was sie macht, sagt und tut.
Und wenn du nicht Ja und Amen sagst, wird sie es gegen dich drehen. Sonja Kirchberger ist jetzt eindeutig auf Elenas Seite. Sie ist, wie wir Dschungelcamp-Fans sagen, Mathieu-Karriere 2.0. Was hat sie gesagt? Sie ist nicht hier, um die Krone zu holen. Und sie wird ja die Krone auch nicht holen. Dann hat sie wieder eins aufgetan als auf Arme. Die Einzige, die es unbedingt will. Können wir nur ganz kurz festhalten, der Streit zwischen Elena und Daniela ist entstanden, weil Elena kein Kuhurin trinken durfte. Ich will kein Mitleid, ich will gar nichts, Mann. Ich bin nur hier, um weit zu kommen. Ich habe nie behauptet, ich will die Krone nicht. Sie möchte so weit wie möglich kommen, aber keine Krone haben. Keine Ahnung, warum ich bei dieser bestechenden Logik an Marco denken muss. Ist er eigentlich noch da? Oder hat er sich in seinem Tränenwasser inzwischen komplett aufgelöst? Willst du die Krone? Anastasia will irgendwie auch nicht so richtig die Krone. Dafür aber das beste Stück von Raul Richter. Also möchte ich so lange bleiben, wie der Zuschauer mich hier drin lässt. Also wenn es danach geht, ihr seid seit Donnerstag vergangener Woche da, minus 8 Tage. Ich bin wie ich bin, ich bin nun mal authentisch, ich bin emotional. So authentisch, dass ihre Begleiterin eine PR-Beraterin ist, während es bei den anderen ja in der Regel die Familie ist. Nachdem Elena den Markus, Sonja und Toni so ein bisschen auf ihre Seite gezogen hat, sucht Daniela jetzt natürlich auch nach Verbündeten. Ach so, ist die sauer, dass du das für sie gemacht hast? Weil ich das ich wäre dankbar, wenn jemand für mich umdreht. Nee, ich hätte sie fragen sollen. Echt? Daniela tut sich jetzt mit Anastasia zusammen. Verzweiflung Level 100. Es gab einen Streit wegen halbem Glas Pisse. Wer das trinkt und wer nicht trinkt. So was finde ich schon übertrieben, ehrlich gesagt. Danke, liebe Kuh, dass du diesen Urin gespendet hast und hier jetzt für absolute Konfro sorgst. Also die Dani hat auf jeden Fall Mitteilungsbedürfnis. Irgendwo habe ich ein Stück auch weit mein Stolz. Der hängt halt nur leider tiefer als deine im Sommerhaus hingen. Aber klar, Stolz, so wie der Satellit auch hier am Anfang der Sendung. Wenn man über eine Probleme erzählt, aber irgendwann habe ich ja schon verstanden, worum es geht. Und das Thema ist für mich dann ausgelutscht, ja? Anastasia versteht mal wieder offensichtlich gar nichts. Es geht um Sendezeit. Ganz im Gegensatz zu diesem Ausgelutschtsein, oder wie es eben in der katholischen Kirche auch so schön heißt, es gibt auch einen Snickers dafür. Ja, hier. Mhm. Ich weiß, ich gefalle nicht jedem, aber soll ich dir mal was verraten? Mir gefallen auch ganz viele Leute nicht. Daniela gefällt also nicht jedem. Lustig, wie sie keinem ausgesprochen hat, oder? Elena hat, obwohl sie mit der Daniela ja ein großes Problem hat, ihre Hausaufgaben fast 1:1 bei ihr abgeschrieben. Zuschauer, sowas erlebt ihr nur im Dschungel. Oh mein Gott. Einfach alle hier durchgeknallt irgendwie. Mit wem redet sie da so kamerawirksam? Mufasa? Dagegen empfinde ich Danielas Kissnummer als wirklich sehr authentisch. Wenn ein Psychologe mitguckt oder eine Klinik. Wir haben echt viele Patienten hier. Alle sind durchgeknallt. Ich denke, ich bin auch nicht so normal. Ich glaube, an dieser Stelle hilft nur eins. Du legst jetzt bitte gleich auf und dann wirst du nochmal von uns, von meiner Psychologin zurückgerufen. Kurz vorm Abendessen stehen sie alle da und überlegen, wie sie die Daniela hier an den Kran festmachen können, damit sie rausgezogen wird. Sag mal, Anastasia, was war das für da? Ich heiße Anastasia. Du sagst zu mir manchmal, wir reden so, oh, wie die hier alle sind. Und sie sagt auch noch, Dani, ich habe heute keinen Bock. Irgendwas stimmt hier nicht, sagt sie. Hier wird extrem geschauspielert. Ah, hier wird extrem gut geschauspielert. Sätze, die Sonja Kirchberger eher selten zu hören bekommt. It's Showtime. Aber endlich sehen das auch mal andere. Deswegen führe ich am liebsten Gespräche so mit euch. Anastasia? War da nicht irgendwas? Ich möchte mit solchen Menschen nichts zu tun haben. Ich glaube, es wird noch viel schlimmer werden. Sag ich doch. Wird noch viel schlimmer. Die nächste Woche wird spektakulär. Ich bin normal. Die hat gerade so ein bisschen Mitleid und jetzt dreht sie offensichtlich völlig durch. Ich bin jetzt auf deiner Seite, wenn es da mehr Sendezeit gibt. Ganz viele Schauspieler hier, Hollywood. Mhm. Na, für Hollywood sind die zu schlecht. Alles Schauspieler, außer Raoul, der ist natürlich Klavierspieler. Ja, das, was ich auch witzig finde. Was? Danke, Daniel. Ey, ich habe die Kuhpisse getrunken, ihr Arschkein. Ich sag gar nichts mehr. Als ob Daniela ein bisschen mehr gelassen hat, wäre schon okay. Und die Masken, die, ja, ich glaube, die rutschen schon langsam, ja, die fallen noch nicht. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, dass die Daniela danach nicht wirklich besser aussieht. Ich kann sie auch nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob das falsch oder richtig ist. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das ist echt. Bin ich froh, dass jeder alles hört hier. Ich habe mal gehört, dass der Zuschauer das nicht mag, wenn man das hat. Das haben mir alle gesagt, die schon hier drin waren. Okay, jetzt reicht's. Ganz offensichtlich hat sie hier den Kanal nicht abonniert. What? Sind die Frösche laut, habe ich gesagt. Die Frösche sind so laut, habe ich gesagt. Und das, obwohl deine Mutter sitzt. Jeder hat Ängste. Sag mal, spinnst du? Ich glaube, wir reden ordentlich miteinander, oder? Ich rede doch ordentlich. Ja, aber spinnst du, ist ja nicht ordentlich. Aber dass jemand so unkooperativ war wie du, habe ich noch nie getroffen. Jetzt ist auch ein bisschen gut, ne? Also du solltest jetzt ein bisschen überlegen, was du zu mir sagst.
Du könntest meine Tochter sein. Warum verwendet Daniela jetzt den Anmachspruch vom Wendler? Weil wer weiß das schon, bei so vielen Töchtern verliert die Daniela schon mal den Überblick. Aber ganz ehrlich, die liebe Toni kann natürlich nichts dafür, dass du falsch und alt bist. Ich könnte von vielen Leuten die Tochter sein. Ja, von vielen, aber keine will. Also ganz ehrlich, mir ist das zu blöde. Ich muss mir nicht sagen lassen, ich bin nicht kooperativ. Das ist wirklich irgendwie, da kriege ich auch echt Kopfschmerzen. Wir sind hier drin keine Freunde, wir werden draußen keine Freunde. Es sind heute wirklich alle wichtigen Sätze des Trash-TVs mit dabei. Die Masken fallen, wir sind keine Freunde und ich spiele Klavier. Das ist echt nicht ganz taco. Ganz plötzlich kommen Sonja und Toni auf die Matte und sorgen für richtig viel Konfro. Das könnte doch explodieren. Und dann das. Warum umarmen die sich? Die machen alles kaputt. Ich bin mir ehrlich gesagt ein bisschen unsicher bei all dem Hype um Elena. Sie macht das ja auch für die Kamera. Team Daniela oder Team Elena? Schreibt mir in die Kommentare, auf wessen Seite ihr seid. Ich bin gespannt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal mit Glocke. Es hat sich schon an Tag 6 angedeutet, dass hier ein bisschen was passiert. Und ja, da funkt es auch schon gut. Klickt unbedingt rein, es lohnt sich. Die ganze Folge lohnt sich auf jeden Fall. Die verlinke ich euch in der Beschreibung. Da gibt es auch noch einen ausführlichen Artikel zur Folge von Stars on TV. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.